Hallo und herzlich willkommen bei der Healthic Academy. Wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Du fragst dich bestimmt, was kochen wir heute Schönes? Ja, wiederum. Immer wenn die Dan auf der wichtigen linken Seite steht, sind es gerne mal asiatische Themen. Deswegen, heute machen wir eine Suppe. Aber was für eine Suppe ist das? Da blende ich euch am besten mal ein Bild rein, und zwar von der Bittergurke, wenn sie euch was sagt. Mhm. Eine schöne asiatische Frucht oder auch Art Gemüse. Im Foto könnt ihr es besser sehen, dass diese, wir haben jetzt hier eine halbe davon, dass sie ganz bestimmte Noppen hat. Und der Name an sich sagt es schon, Bittergurke bedeutet... Sie hat sehr viele Bitterstoffe. Mhm. Heißt aber auch gleichzeitig, dass sie super gesund ist, weil Bitterstoffe sind sehr gut für den Magen und für den Darm. Wir in der westlichen Welt haben uns ja diese Bitterstoffe eigentlich so weit abgewöhnt. Ja, wir konsumieren Nahrungsmittel, die müssen süß sein, die müssen salzig schmecken. Mhm. Aber dieses Bittere, oh, das ist zumindest vielen Menschen, uns zwar jetzt nicht, total abhanden gekommen. Wir durften es auch erst wieder lernen, diese Bitterstoffe zu integrieren. Aber diese Bitterstoffe haben halt extrem positive Eigenschaften für den Körper. Und da, wo diese Bittergurken ja, stark gezogen werden, wo ist das? Das kommt aus, also bekannt wurde die Bittergurke durch Japan, durch die Insel Okinawa. Da wird auch die Gurke Goya genannt. Und in fast allen, sag ich mal, Suppen, Salaten wird die Bittergurke verarbeitet. Ich kenne sie aus meiner Kindheit, ich komme zwar aus Vietnam, aber auch dort ist die Bittergurke sehr verbreitet, auch eine Delikatesse bei uns. Mhm. Meine Oma zum Beispiel hat uns die damals gerne vorbereitet, auch meine Mama als Suppe, weil sie besonders gesund ist. Zum Beispiel, wenn du, so wie ich jetzt als kleines Kind an Neurodermitis erkrankt war, bedeutet, dass ich die ganze Zeit, ja, es hat gejuckt, mir ist warm, mein Körper ist warm. Und in der asiatischen Medizin heißt es dann, dass du Lebensmittel zu dir nimmst, die quasi diese Wärme auffangen und was von deinem Körper wieder kühlen. Und dazu gehört die Bittergurke. Die bringt quasi dazu, deinem Körper die Temperatur runterzudämmen, damit deine Entzündungen im Körper zurückgehen. Auf der anderen Seite ist es gut für Diabetes. Das ist das andere Thema, was meine Oma gerne verzehrt. Und was ich auch weiß, dass sie dich jung hält. Genau, also es ist wirklich ein absolutes Lebenselixier. Natürlich wegen der Bitterstoffe, klar, weil die super gut sind. Deswegen leben auch auf Okinawa extrem viele über 100-Jährige. Mhm. Das hat natürlich eine Korrelation. Du kannst jetzt nicht sagen, nur weil die Bittergurke essen, leben die so lang. Klar, es hat auch was mit der Luft zu tun, dass die nah am Meer leben, dass die vielleicht auch ja, einfach ein anderes Wasser konsumieren. Aber es ist schon sehr auffällig, dass die da relativ viel konsumieren und dass die Leute da alt werden. Und die werden ja nicht nur alt, sondern die werden einfach gesund alt. Mhm, das stimmt. So, ich habe die jetzt einfach mal klein geschnitten, weil, wenn sie so bitter ist, ist dieses Mundgefühl, ja, natürlich, wenn du jetzt auf so ein großes, dickes Stück drauf beißt, ja, ganz heftig. Du kannst die aber auch komplett roh essen, das funktioniert. Mhm. Wir hatten auch ein Stück mal noch ein Rezept machen für einen rohköstlichen Salat. Das auf jeden Fall. Aber heute gibt es jetzt erstmal eine Suppe. Also, für die Suppe haben wir gereinigtes Wasser, das wir jetzt dann aufkochen lassen. Ganz langsam auf niedrigste Temperatur. Und ich sag mal so, bei den Europäern, das ist ja ganz bekannt, dass ihr für Suppen gerne, sage ich mal, eine Knochenbrühe habt oder... Einfach eine Fleischbrühe, genau. So wie halt, ja, genau. Oder Brühen aus, sage ich mal, aus Meeresfrüchten gibt es auch noch Suppen oder ihr macht Gemüsebrühen, sowas kocht ihr ja auch gerne. Und in Asien, habt ihr schon mitbekommen in anderen Videos von uns, nutzen wir gerne Miso. Ich bin super begeistert von Miso. Miso ist was sehr Flexibles. Es gibt die inzwischen sehr vielen verschiedenen Sorten. Mal leichter, mal dunkler. Und ich habe jetzt zum Beispiel von einem Hersteller unglaublich eine Art Miso-Paste gefunden, die sojafrei ist. Genau. Und Miso ist ein Ferment, also ein lebendiges Lebensmittel, was auch natürlich sehr, sehr gesundheitsförderlich ist, sehr gut für deine Gesundheit, sehr gut wieder fürs Mikrobiom, für den Magen-Darm-Trakt, weil jetzt in diesem sojafreien Miso, musst du dir vorstellen,
wird der Reis quasi genommen, mit einem Pilzmyzel beimpft, lang quasi fermentiert, und durch diesen Fermentationsprozess wird dieser Zucker in dem Reis, aber auch im Soja, wird er abgebaut, umgewandelt in ganz, ganz verschiedene Säuren. Deswegen ist dieses, gibt's die Misopaste auch in ganz vielen Aromaten, in sehr, sehr dunkel, je nachdem, wie lang die einfach fermentiert werden, werden sie dunkler oder werden sie aromatischer, auch je nachdem, wie viel Soja oder was von Soja oder ob du jetzt eine Mischung machst. Aber die Misopaste ist auf jeden Fall eine super geniale Grundlage eigentlich für Suppen, aber auch für ziemlich viele, auch für Dressings nehmen wir die ganz gerne. Ja. Wirklich ein tolles Produkt, absolute Rohkost, lebendiges Lebensmittel. Deswegen könntest du dir natürlich auch überlegen, diese Suppe als, wenn es jetzt im Sommer ist, als Kaltschale einfach zu machen und diese Misopaste nur einzurühren, das zu erwärmen, dass du diese lebendigen Mikroorganismen einfach noch im Lebensmittel mit drin hast, also in deiner Suppe. Das andere ist, von der Misopaste her kennt ihr die bestimmt auch, den Begriff Umami, den wir schon oft erwähnt haben. Tauschen, dann kannst du weiter rühren. Umami gibt ja auch diesen schönen Fleischgeschmack. Genau, also dieses, genau. Das, dafür ist Misopaste auch bekannt, dass sie dieses Umami, wirklich diesen Wohlgeschmack, ist das eigentlich grob übersetzt, diesen Wohlgeschmack ganz gut nicht imitiert. Es ist einfach ein Wohlgeschmack und viele assoziieren das dann mit diesem Fleischaroma, Fleischgeschmack. So, also das füllen wir jetzt gleich mal in die Suppe ein. Genau. Dann kannst du hier vielleicht mal nehmen, zum Sputter machen. Währenddessen, wie du schon gesehen hast, ich habe die Bitterrot klein geschnitten. Dann haben wir hier noch eine Karotte. Wir haben jetzt hier die Violetten, wenn du unsere Videos verfolgst. Die hat, wie du schon sehen kannst, eine wirklich stark purpurne Farbe, färbt auch sehr stark ab. Hat unglaublich viel Anthocyane, ist super gesund, viel gesünder als die normale Karotte, die ja von den Holländern dahin gezüchtet wurde in diese orange Farbe. Von daher nehmen wir gern die. Und davon machen wir jetzt noch ein bisschen was rein. Ja. Und da sind ja auch wiederum kreativ keine Grenzen gesetzt, was du jetzt mit dieser Suppe anstellst, in welche Geschmacksrichtung du sie führst. Und ja, das wollen wir dir einfach auch ein bisschen zeigen, dass wir nicht sagen, geh nicht stur nach Rezept, sag nicht, boah, ich brauche jetzt 1,5 Milliliter von dem und 2 Milliliter von dem. Vertrau dir einfach, vertrau deinem Gefühl und schmeck einfach dann mal rein, wie schmeckt dir das Lebensmittel. Wir verwenden hier vielleicht oder ziemlich sicher auch Sachen, die du noch nicht so häufig gegessen hast. Deswegen lass dich einfach mal drauf ein und guck, fühl einfach mal, schmeck mal rein, ob dir das passt, wie dir das schmeckt. Das ist ja auch das Thema, dass wir gerne es einstufen in gut und schlecht. Und wenn ich was nicht kenne, ist es schlecht. Und wenn ich es kenne, ist es gut. Und das ist auch etwas, was wir, sage ich mal, als Erziehung vorgegeben haben. Es gibt gute Kinder, es gibt schlechte Kinder. Aber was ist das denn? Was ist das überhaupt? Genauso für die Partnerschaft, wo ich sage, ich kann ja nicht sagen, ich habe einen schlechten, ich habe einen guten Partner. Oder heute ist mein Partner gut und morgen ist er schlecht. Das macht gar keinen Sinn. Also daher ist es immer offen sein, mit Mitgefühl in die Dinge reingehen und auch, sag ich mal, den anderen kennenzulernen und auch die auch gegenüber den Lebensmitteln offen und nicht gleich verschlossen und zu sagen, nee, mag ich nicht, will ich nicht. Klingt so komisch, Bittergurke oder hier, wie wir sagen, Tofu, wir verwenden gerne Tofu. Boah, nee, Tofu esse ich jetzt gar nicht, schmeckt ja nach nichts. Richtig, aber es ist eine tolle Proteinquelle und du kannst es durch deine Kreativität so vielfältig verarbeiten und zum Leben einfach leben lassen, ja, dass wir das auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Also was ich jetzt auf jeden Fall mache ist, wenn der Dominik fertig ist, dann kommt auf jeden Fall der Tofu rein, klein geschnitten, dann die tolle Bittergurke und die Karotten. Ihr werdet auch sehen, wenn ihr die Bittergurke reinschmeißt in die Suppe, da verändert sich sofort der Geschmack. Ja, total. Deswegen auch eine herzliche Einladung. Probier es einfach mal. Ich meine, so eine Bittergurke findest du, sagen wir mal, im ausgesuchten Lebensmitteleinzelhandel oder vorwiegend dann auch im Asia-Supermarkt. Und ja, da kannst du es gerne mal einfach probieren. Sei da kreativ. Nimm auch mal irgendwie Gemüse mit, was du noch nicht kennst, ne? Und was du nicht jeden Tag kochst. Und dann wirst du ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen. Zwiebeln machen wir noch rein. Die kannst du da rein. Die reibe ich noch ein bisschen. Die gibt so einen schönen Aroma zusätzlich. Und dann können wir das schon mal reinmachen. Und Tamari-Soße.
mache ich zusätzlich rein, damit du noch mal ein bisschen für diejenigen, die natürlich diesen tollen Fleischbrühe-Geschmack haben wollen, kannst du auch noch verstärken zu der Miso-Paste mit Tamari-Soße. Genau. Und dazu ist es das nächste, wenn du Tamari-Soße reinmachst, kriegst du auch diesen schönen braunen, sag ich mal, diese schöne Farbe, die du eigentlich in deiner Gemüsebrühe gerne haben möchtest. Wie gesagt, ich bin ja manchmal schneidefaul. Ich ziehe das ganz gerne über den Hobel. Hat auch den Vorteil, dass du wirklich ganz tolle, feine Streifen hast. Und wenn du jetzt dann sagst, auch wenn du die Suppe jetzt zum Beispiel als Kaltschale nur ziehen lässt, dann hast du nicht diesen beißenden Geschmack, wenn du jetzt auf ein großes Stück Zwiebel oder auf ein großes Stück von der Bitterrohre drauf beißt, dass es heftig wird, sondern du hast es alles schön fein. Ist wunderschön. Gut, das habe ich jetzt von Hand geschnitten. Jetzt kommt es eigentlich alles rein. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, die Soße ein bisschen ziehen zu lassen, dass die Aromaten aus dem Gemüse in die Suppe kommen. Und beim Tofu ist es genau andersrum, dass die Aromaten dann aus der Suppe ein bisschen in den Tofu reinziehen, den ein bisschen beleben, geschmackig machen. Und wenn die dann, wie lange lassen wir die so ziehen? 10 bis 15 Minuten. Genau, 10 bis 15 Minuten. Und dann geht es eigentlich ans Abschmecken. Und dann sehen wir uns einfach wieder. Und in der Zwischenzeit kochen wir auf jeden Fall die Mungbohnennudeln. Normales Wasser aufsetzen, aufkochen lassen, die Nudeln rein und dann abgießen. Richtig. Ganz einfache Nudeln, sehen aus wie Glasnudeln, sind aus 100% Mungbohnensprossen. Das ist auch immer wichtig, wenn du jetzt sagst, du holst dir jetzt solche Bohnen. Oftmals ist noch Weizen mit drin. Das mögen wir jetzt nicht so gerne. Oder oftmals sind noch irgendwelche anderen Stoffe mit drin. Die kannst du einfach mal drehen, diese Lebensmittel mal um und guck einfach mal, was in der Inhaltsliste drin ist. Das ist beim Zucker auch so extremst krass, wie viele Lebensmittel wirklich Massen an Zucker haben. Oh ja. Und so ist es halt auch bei der 100% von dem Stoff, den du haben möchtest. Keine Zusatzstoffe, keine Fremdstoffe. Alles bestens. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Suppe dann vollends abschmecken, wenn die noch ein bisschen durchgezogen hat. Die muss gar nicht wirklich wallend aufkochen. Das reicht, wenn die warm zieht und einfach die Aromaten ein bisschen rausnimmt. Weil du hast ja nichts, wie jetzt zum Beispiel eine Fleischbrühe, was du jetzt irgendwie kochen müsstest oder tot kochen müsstest. Also ich habe jetzt so ein bisschen Salz, Pfeffer eingewürzt. Und Salz nutze ich meistens das vom Dominik mit Algen gemischt. Genau. Das hab passt natürlich auch super zu dir. Passt genial. Habe ich mal ein Algensalz gemacht, weil da auch einen Jodmangel hat. Macht es einfach total Sinn, dann gleich ein Jodsalz zu machen, aber nicht wie jetzt diese Salz, die du kaufen kannst, die häufig mit Rieselhilfen sind, wenn es Jodsalz ist. Das ist unschön, das möchten wir nicht. Deswegen einfach mit Algen. Richtige Algen nehmen, die ganz fein mixen, dann in dein Salz mixen. Dann hast du ein tolles Salz, das du jederzeit nutzen kannst und wo du dann sagen kannst, dein Jodspiegel bleibt immer auf einem gewissen Niveau. In diesem Sinne, bis gleich. Bis gleich. Ciao. So, nachdem wir die Nudeln fertig gekocht haben, sind wir eigentlich bereit zum Anrichten. Perfektes Timing. Die Suppe hat gezogen. Riecht schon super. Jetzt geht es noch kurz einfach ans Abschmecken. Ob die Suppe noch was braucht, wenn sie jetzt gezogen hat oder nicht. Hat auch schon eine richtig tolle Farbe eingenommen, so richtig schön rötlich von der violetten Karotte. Sehr aromatisch. Sehr, sehr präsente Bitternote. Aber sehr lecker. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest diese Bitternote ein bisschen noch aus der Suppe raus, ein bisschen aus der Suppe rausnehmen, dann nimmst du einfach noch Zitrone und wenn wir dann fertig sind, machen wir einfach noch in die fertigen Vorlegebestecke noch ein bisschen Zitrone drauf, während du dann mit diesen Mungbohnennudeln ein bisschen kämpft. Und kämpfen würde ich nicht nennen. Ich versuche nur, dass es beide gerecht aufgeteilt ist für zwei Personen. Eine schöne Kooperation hier. Die Portionen haben genau für zwei Suppenschüsseln gereicht. Genau. Jetzt Suppe drauf. Ich würde dann auf jeden Fall noch ein bisschen Zitrone machen, weil wie gesagt,
Diese Zitrone puffert wirklich toll den bitteren Geschmack ab. Das wirst du auch bei vielen asiatischen Suppen finden, dass meistens noch eine Chili mit auf dem Tisch steht und noch Zitronen. Das Abschmecken. Manchmal gibt es auch noch Tamari-Soße oder auch Fischsoße in Vietnam, dass du zusätzlich deine Suppe noch würzen kannst nach deinen Vorzügen. Genau. Und jetzt machen wir ein bisschen Soße rein. Und jetzt kannst du auch noch natürlich frisch noch Kräuter mit Kräutern arbeiten, wenn du das magst. Dass du einfach sagst, du machst noch einen frischen Koriander oben drauf. Das machen wir jetzt am besten gleich mal. Beziehungsweise wir haben den Koriander, weil wir ja sehr viel Koriander essen, meistens auch schon vorgeschnitten, ein bisschen eingefroren, dass wir ihn jederzeit griffbereit haben. Genau. Und das heißt leider auch bei uns so, dass nicht immer Koriander vorhanden ist in dem Markt, wo wir gerne einkaufen. Deswegen, wenn es mal hat, machen wir Sammelbestellung oder machen wir Sammelkauf und dann schneiden wir uns den, frieren ihn direkt ein. So, sieht wunderschön aus. In dem Sinne wünschen wir dir viel Spaß beim Nachkochen, genieße die Bittergurkensuppe und schreib uns, wie es dir geschmeckt hat. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.